Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Und nachdem wir uns im letzten Video die While- und Do-While-Schleife angeschaut haben, sehen wir uns in diesem Video die For- und For-Each-Schleifen an. Die For-Schleife existiert in selber Funktionalität genauso in C wie in C#. Allerdings ist die For-Each-Schleife das eine wichtige Neuerung, die es so in C nicht gibt. Ja, und ich nehme mal diesen Code hier wieder weg, den ich vorher geschrieben hatte für die While- und Do-While-Schleife, und wir schauen uns jetzt einfach mal die anderen Funktionen aus. Ich schreibe hier eine Funktion, die heißt getStrings aus. Und die bekommt eben ein Array von Strings. Und was wir jetzt machen wollen, ist eben durch diese Strings durchiterieren. Und dazu nutzen wir eben die For-Schleife. Und man sieht ja schon, es gibt ein sogenanntes Template für die For-Schleife. Und das sieht eben so aus. So, und innerhalb dieser For-Schleife hole ich mir eben den aktuellen String. Eben mit i. Und mache dann innerhalb der Schleife ein console-writeline-Befehl. So, und dann erstellen wir uns hier mal einen String-Array in der Main-Funktion. Und wir haben ja gelernt in einem der letzten Videos, dass wir das sehr einfach über diesen Initialisierungsausdruck mit den geschweiften Klammern angeben können. Also wir können sagen, wir schreiben hier einfach mal Hallo Welt, wie geht's? Fragezeichen. Und mit diesen Strings rufen wir jetzt diese Funktion auf, die ich hier geschrieben habe. Und dann debuggen wir einfach gleich mal durch, was hier passiert. Also wir erstellen uns hier unseren Array mit 4 Einträgen und gehen jetzt hier in die Funktion rein und gucken mal, wie diese For-Schleife einfach funktioniert. Also wir sind anscheinend hier zunächst in diesem Ausdruck, und das ist auch der Initialausdruck, der hier gerade markiert ist. Das ist sozusagen ein Ausdruck, der genau einmal zu Beginn der For-Schleife initialisiert wird. Dann gehen wir weiter zu diesem Ausdruck, der scheint anscheinend eine Bedingung abzufragen mit dem kleiner Operator. Also wir gucken, ob i jetzt gerade kleiner ist als die Länge des Arrays, den wir offensichtlich mit 4 bemessen haben. Ich mache es mal groß, damit man es hier sieht. Und wenn das der Fall ist, gehen wir in den Schleifenblock rein. Dann holen wir uns den Wert an der ithen Stelle des Arrays und speichern uns den in dieser Variable. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum habe ich denn das hier eigentlich addString genannt? Nun ja, String ist eben ein Schlüsselwort, wie man hier sieht. Und genauso wie in C darf ich Variablen, Funktionsnamen und so weiter nicht nach vorgegebenen Schlüsselwörtern, Keywords auf Englisch, definieren. Und deswegen ist es in C# üblich, wenn man gerne eine Variable oder ein Parameter meinetwegen auch, wie ein Schlüsselwort nennen würde, dass man dann einfach ein add davor schreibt. Also String darf ich nicht selber nehmen, aber das mit einem add davor habe ich sozusagen dieses Schlüsselwort aufgelöst.
Und man sieht sogar, dass die Laufzeit von .NET dafür Unterstützung anbietet. Wir kriegen nämlich hier nicht addString angezeigt, sondern tatsächlich string. Das heißt, der Compiler oder besser gesagt die Laufzeit, die dieses ausführt, weiß darum, um diese Konvention mit dem Add. Anyway, wir holen uns den String an der Stelle i in diese Variable und dann geben wir diese auf der Konsole aus. Das heißt, wir sehen jetzt hier eben stehen Hallo. Wie man sieht. Ja, und dann kommt hier hinten erst dieser Ausdruck zum Tragen, wie wir sehen. Hier ist eben, das nennt man die sogenannte Aktualisierungsausdruck oder die Update-Expression im Englischen. Und jetzt mit dieser erhöhen wir offensichtlich diese Variable, diese Zählvariable, die wir hier festgelegt haben. Dann kommt wieder der Testausdruck. I ist immer noch kleiner als die Größe des Arrays. Wir sind jetzt bei 1. Die Länge ist natürlich 4 des Arrays. Das heißt, wir führen diesen Code nochmal aus, genau wie vorher, erhöhen i auf 2. Und ja, man sieht dann schon dieses Wechselspiel zwischen Aktualisierungsausdruck, der erst am Ende der Schleife letztendlich ausgeführt wird, und diesem Testausdruck, dieser Test-Expression der Vorschleife, die eben zu Beginn des Schleifenkopfs ausgeführt wird, wenn wir wieder reingehen. Ja. Und jetzt ist eben in diesem Augenblick i gleich 4 gewesen, damit nicht mehr kleiner als 4, und damit sind wir aus der Schleife rausgesprungen. Das möchte ich auch gleich nochmal hinzugeben. Wenn wir nullbasierte Arrays oder Collections mit Vorschleifen einsetzen, dann benutzen wir immer i kleiner der Länge des Arrays oder der Anzahl der Elemente in der Collection. Ja? Also das ist die Standardformulierung für eine Vorschleife und die sollte man auch so in nahezu 100% der Fällen so einsetzen. Also dass man sagt, ich habe hier einen Laufindex, der heißt auch wirklich sehr oft i. Wenn wir i kleiner als strings.length haben, können wir mit i nullbasiert von 0 bis n minus 1 sozusagen auf die jeweiligen Elemente des Arrays oder der Collection zugreifen mit diesem Indexer-Syntax, den wir uns schon angeschaut haben. Also merken i kleiner gleich, Entschuldigung, i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array oder in der Collection. Das ist Standard im Testausdruck. Ja, welche Vorteile bietet jetzt die Vorschleife im Vergleich zur While-Schleife? Man hat eben diesen Index, also i steht als Abkürzung für Index, der automatisch mitgezählt wird. Man muss hier im Schleifenblock nicht, wie bei den vorherigen Beispielen gesehen, selber eine Zählvariable mit hochzählen. Das macht man letztendlich hier alles im Schleifenkopf. Und man hat hier eben dann mit i immer die Möglichkeit, auf den jeweiligen Index zuzugreifen. Also immer, wenn man eine Zählvariable mitlaufen lassen möchte oder hauptsächlich, um sie wahrscheinlich zu nutzen, um über die Indexschreibweise auf ein Array oder eine Collection zuzugreifen, benutzt man eher die Vorschleife als die While-Schleife. Es hängt aber natürlich immer vom gegebenen Fall ab. Dann schauen wir uns noch ein Bild dazu an. Hier nochmal so, wie es im Skript dargestellt wird. Also nochmal, wir haben das For-Schlüsselwort, das leitet eine Vorschleife ein. Dann kommen die gewohnten runden Klammern. Und in diesen Klammern gibt man jetzt eben nicht nur einen Ausdruck an, sondern drei. Eben den Initialausdruck, mit dem wird die Laufvariable oder die Zählvariable eben initialisiert. Wir sehen hier im Gegensatz zu C, können wir auch direkt hier die Variablendeklaration machen. Wir müssen sie nicht davor schreiben.
Und natürlich ist dann dieses i auch bloß innerhalb dieser geschweiften Klammern gültig. Also ich kann nicht nach der Schleife noch auf i zugreifen. Das geht nicht, wenn wir das so machen. Ja, dann haben wir den Testausdruck und letztendlich noch den Aktualisierungsausdruck. Und die Reihenfolge war eben ungefähr diese, dass wir eben der Initialausdruck wird einmal zu Beginn beim Eintritt der Schleife durchgeführt, dann kommt sofort die Überprüfung, dann gehen wir in den Schleifenblock und nachdem wir diesen ausgeführt haben, kommt der Aktualisierungsausdruck und danach beginnt erst die Schleife von vorne, eben wieder mit dem Testausdruck, mit der Überprüfung und dann gehen wir so lange vor, bis immer abwechselnd Aktualisierungsausdruck, Testausdruck, bis dieser mal false zurückgibt, dann springen wir aus der Schleife raus. Okay, die Vorschleife wird schon noch benutzt heutzutage. Häufig will man aber bloß durch Arrays oder Collections durchgehen, ohne dass man wirklich einen Index dazu braucht. Und man kann sich letztendlich dann diese Zeile sparen, indem man eine sogenannte For-Each-Schleife einsetzt. Und die ist eben komplett neu. Das heißt, wir geben hier die Strings an. Und das ist jetzt das Kürzeste, was man schreiben kann, um alle Strings auf der Konsole auszugeben. Und wir schauen uns mal an, wie sich der Syntax der For-Each-Schleife von der For-Schleife unterscheidet. Wir haben hier eben die Einleitung mit For-Each. Die gewohnten runden Klammern. So, und hier geben wir eben nicht diese drei Ausdrücke an, sondern wir geben hier direkt eine Variable an, die während der verschiedenen Iterationen der Schleife eben das jeweils nächste Element in diesem Array oder dieser Collection hier hinten enthält. Und dann können wir, also wir können sie einfach mal anschauen. Kommentiere diese Vorschleife mal aus und wir laufen einfach bis hierhin. Wir sind jetzt an der For-Each-Schleife angekommen. Wir erinnern uns, in unseren Arrays sind eben diese vier verschiedenen Werte. Also hallo Welt, wie geht's? Und nacheinander pro Schleifendurchlauf kommt eben das nächste Element jeweils in diese Variable. Also im Prinzip genau das gleiche, was hier in dieser Zeile gemacht wird. So, wir gehen hier durch. Im ersten Durchgang steht hier eben Hallo drin, wie man sieht. Und wir geben Hallo auf der Konsole aus. Dann gehen wir hier weiter. Als nächster kommt Welt. Als wieder nächstes kommt, jetzt erst, wenn ich aktualisiert habe, eben Wie. Und als letztes kommt eben geht's. Ja, und dann schauen wir uns nochmal kurz die Syntaxgenauigkeiten für die For-Each-Schleife an. Wir haben hier eben in diesem Ausdruck innerhalb der Klammern muss eben hier eine Variable letztendlich stehen, der die unterschiedlichen Werte des Arrays oder der Collection zugewiesen wird. Nach dieser Variable kommt das Schlüsselwort in und dann kommt eben hier die Collection oder der Array, der hier durchlaufen werden muss. Um es ganz genau zu nehmen, muss hier nicht mal eine Collection oder ein Array stehen, sondern irgendwas, was das Interface IEnumerable oder IEnumerable of T implementiert. Aber was das genau heißt, das schauen wir uns an, wenn wir mehr über Klassen, Interfaces und Vererbung wissen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist wirklich so,
von diesen vier Schleifenarten, die wir besprochen haben, ist die For-Each-Schleife meines Erachtens die häufigste, die man nutzt, weil man hat eben relativ oft sehr viele Objekte, die in einem Array oder eigentlich in einer Collection gehalten werden, und man geht eben durch diese Objekte durch und möchte dann an ihnen etwas ändern. Genau das ist häufig der Fall. Und deswegen benutzt man meines Erachtens die For-Each-Schleife im Programmieralltag mit C# am meisten. Ja, For-Schleife hat natürlich auch immer den Sinn, dass man zusätzlich eben noch den Index mitlaufen hat. Das heißt, man hat eben hier noch die Möglichkeit zu wissen, an welcher Stelle man sich genau im Array befindet, wohingegen in der For-Each-Schleife diese Information verloren geht. Deswegen benutzt man die For-Schleife genau dann, wenn man eben noch den aktuellen Index mitführen möchte. Und ansonsten While und Do-While benutzt man eben genau dann, wenn es passt, ehrlich gesagt. Aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, For-Each ist wirklich der häufigste Schleifentyp, den man eben einsetzt. Ja, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt die Schleifen abgeschlossen und wir schauen uns im nächsten Video nochmal die Schlüsselwörter Continue und Break an, die man eben mit sämtlichen Schleifentypen verwenden kann. Bis dann!